Jetman, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Minecraft Adventure Map mit dem Mann und mir, dem Peter. Hallo, Peter, beantworte jetzt die Frage, die wir am Ende der letzten Folge gestellt haben. Ja, was war die Frage? Nochmal die Frage. Ja, ich habe nicht richtig zugehört. Ja, für die Zuschauer, die das ja auch nicht gesehen haben, shame on you, dass ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, denn die war großartig. Ja, Jay hat seine Shift-Taste zerstört. Ja, und Peter. Tatsächlich. Peter will auch die ganze Zeit was über den Urlaub erzählen, dann fragt man danach und er ist ein unverschämter Bastardo, ja, und sagt so, nee, interessiert das ja gar nicht. Was willst du denn jetzt wissen? Ich würde gerne wissen, wie denn so ein typischer Tag aussah bei euch, was ihr so gemacht habt. Außer am Pool rumliegen, was das Beste war. Also. Erstmal der Morgensex. Morgens wachst du auf, wann du willst. Warst du direkt deine Zwischenfrage. Warst du zum Beispiel auch mal mit einem Bier duschen? Ja. Ich wusste. Also, das Erste, was ich da gemacht habe, natürlich, als ich da angekommen bin, ja, ist angerufen bei der Rezeption, habe gesagt, die Minibar können sie komplett ausräumen. Ich möchte da bitte nur Bier drin haben. Und dann haben die alles Alkohol aus dieser Minibar rausgeholt und ersetzt durch Bier. Und genauso wollte ich das. Okay. Und dann hatte ich schon mal unendlich viel Bier. Das war schon mal gut. Wo muss ich hin? Ja, da ist ein Loch in der Wand. Interessiert, oder? Warte mal, sollte ich da nicht lieber von einem vorher springen? Genau, ja. Von da, wo du... Kommst du da überhaupt so hoch? Ja, nee, dann ist natürlich das Problem. Das wussten wir ja vorher schon, deswegen... Das ist ja easy. Also, ja, ich weiß nicht, warten wir da alle auf Bram. Ja, ist halt wirklich... Also, was soll das denn, ey? Immer muss man auf Bram warten. Ich interessiere mich auch nicht, was auf die Scheißinsel passiert ist. Hoffentlich ist die abgesoffen. Okay, also, was ist, also nachdem du jetzt dein Bier hattest... Ja, da hatte ich schon mal damit man schon mal dein Leben so reinrechnen. Wie teuer ist so ein Döschen Bier? Und was gab's für Bier? Also, es gab mauritianisches Bier. Das hieß... Habe ich den Namen gerade, ehrlicherweise. Warsteiner. Pisswasser. Pisswasser ist auch gut. Golden Phoenix ist das, glaube ich. Golden Phoenix, so nennen die das da. Ja, und das fand ich ganz weird, weil die da steht extra drauf, internationally recognized. Alter, fick dich! Wieso fick dich? Ich habe internationally recognized. Ich habe noch nie von diesem Bier gehört. Und wenn du das da draufschreiben musst, dann ist das wahrscheinlich nicht international. Alter, fick dich. Siehst du ja gleich, das Bram bei mir auch gemacht. Okay. Dann kommt ihr, seid ihr schon fertig. Nee, ich bin gestört. Ich wurde behindert von dir. Okay, erzähl bitte weiter. Also, Golden Phoenix heißt das Bier da. Das ist krass, ja. Okay. Wie schmeckt das? Das schmeckt gut. Hast du gehört? Das ist krass, ja. Das schmeckt super. War nicht so, ja, konnte man so wegsaufen. War sehr, sehr entspannt. Und dann wachst du morgen aus und dann denkst du dir, okay, gehst jetzt mal irgendwann frühstücken und dann gehst du frühstücken, ne? Und das Frühstück, wow, wie komme ich, von da muss ich nach da und dann muss ich hier und dann bin ich am Stissel. Nice, hey, läuft ja hier. Nice. Hast du dann auch direkt ein Bier zum Frühstück mal gegönnt? Nee, das habe ich nicht gemacht, das fand ich. Bier morgens unter der Dusche war okay, aber zum Frühstück. Nee, ich habe nicht morgens geduscht da. Tatsächlich ich habe da eher abends geduscht, um quasi Salz und Chlorwasser abzuwaschen. Gibt es da Salzwasser in Mauritius? Ja, im Indischen Ozean. Wir waren direkt am Indischen Ozean. Nice. Da gibt es kein Wasser. Also, wir mussten auch wirklich von der Villa nicht lange laufen bis zum Ozean. Warte mal, irgendwann ist weird hier. Das ist auch nice. Ja, das war halt... Ist das noch hoch? Ja, nee, das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Warum nicht? Von wo kommen wir? Ach so, doch, da ergibt wohl Sinn. Ich dachte gerade, ich bin verwirrt. Nein, das ist kein Problem, Peter. Ja, wieder warte ich auf euch alle. Ja? Ich hab nur gewartet. Es gibt Level jetzt hier, okay. Sehr gut. Und dann gehst du frühstücken und das war so, das hatte nur ganz wenig Auswahl bei dem, als Buffet, aber du konntest quasi alles, was du wolltest, bestellen. Warte mal, wo ist Bram? Bram hat einfach Level geskippt? Nee. Siehst du, ich bin immer noch im selben Level, Peter. What? Oh, bin ich denn einfach plötzlich teleportiert? Weil das ein Dropper-Level ist. Ah, ein geiles Dropper-Level. Also, ich bin einfach ins Loch gefahren, ohne dass ich da... Lol. Ins Loch gefahren, mit seinem Auto geil reingefahren. Brumm, brumm, Motherfucker. Alter, das ist ein Teleporter. Deswegen wurde es auch teleportiert. Das ist ja richtig gemein. Boah, das ist aber wirklich gemein. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja, ich muss ja auch mal zwischendurch mich konzentrieren. Meine Fresse. Da passiert auch nichts in dem Story-Fortschritt hier. Da interessiert man sich. Wo muss ich hier hin, ey? Ja, du musst da unten. Das ist nicht so schwer. Ja, aber ich bin dann eine Loch nicht. Es ist zu dunkel. Was hättet ihr euch, wenn ihr euch alles zum Frühstück bestellen könntet? Was hättet ihr euch bestellt? Boah. Bacon und Ex-Benedict? Ja. Wo seid ihr, Lappen? Seid ihr schon weiter? Nein, wir brauchen noch. Ich bin... Was? Ja, du bist vor uns. Ich bin einfach gestorben. Hast du Skip Level gedrückt? Nein.
Nein. Also, Moment, das heißt aber, also, du bist ja jetzt vor uns, obwohl du es nicht geschafft hast. Ich hab's geschafft. Achso, dann bist du ja nicht einfach gestorben. Ich dachte gestorben. Nur, ihr werdet... Ja doch, weil ich zu weit gelaufen bin. Also hast du das Geblendet gedrückt, ja? Na. Das habe ich bei der letzten Folge gemacht. Geil. So, Expanded Big Bacon würdest du bestellen. Ja, hätte ich das schon satt gemacht. Warum bist du dann am Stissel oder was? Ja, reicht. Wenn da noch ein Brötchen mit dabei ist, dann ist das eigentlich schon... Also Expanded ist ja normalerweise dann auch mit Sauce Bernays oder Hollandaise, ja, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Genau, und dann halt natürlich noch auf einem Brioche und dann ja in der Regel auch noch irgendwie mit entweder Avocado oder Schinken oder so mit dabei. Boah, doch nicht Avocado. Ist das hier... So, wenn das so ein Ding wäre... Mit einem Brötchen und ein bisschen Bacon, dann wäre das zumindest für einen Tag mein Frühstück gewesen, was ich geil gefunden hätte. Ja, verstehe ich. Ja, ich hätte Matt bestellt. Gäb's das da? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht bestellt. Ja, na gut, ich hätte wahrscheinlich auch einfach komplett einmal so die komplette crazy Karte von. Achso, Leute, du bist hier unten. Die halt richtig insane sind. Ja, die hatten natürlich eine sehr große Karte. Die hatten indische Spezialitäten, mauritianische Spezialitäten. Du bist dann da hingegangen und hast gesagt, tolle Karte. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Du hast es auch herausgefunden. Ich habe noch nicht rausgefunden. Ja, doch, okay. Jetzt habe ich rausgefunden. Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Ach, Scheiße. Hast du denselben nicht gesehen, ne? Ja, aber ich bin. Das ist hart an der Stelle. Das Geile ist halt, wie weit ich auch beim ersten Mal gekommen bin, ohne das zu checken. Ja, das ist halt echt so. Ich bin so Instant Death und du so, ja. Ich laufe da erstmal so durch. Ja. Also irgendwann. Wurden wir auch darauf hingewiesen, dass wir einfach Sachen bestellen können, die nicht... Ach du Scheiße. Auf der Karte sind. Die nicht auf der Karte sind. Da hat nämlich einer von den Serviceleuten, mit denen ich mich angefreundet habe, hat gesagt, ach, wollt ihr eigentlich einen Milchshake? Und wir so, wie Milchshake? Milchshake? Oh! Hast du gesagt, nee. Da hat er gesagt, ja, ihr könnt jedes Milchshake haben, was ihr wollt. Das steht zwar nirgendwo drauf, aber ihr könnt das einfach haben. Und ab dem Tag haben wir uns jeden Morgen Milchshake bestellt. Und dann schön am Ende immer so Croissant mit Nutella gefüllt und dazu ein Milchshake. War 10 von 10 fettmachend. Das aber lecker. Ich. Ist doch geil. Ich hätte wahrscheinlich glutenfreies Brötchen bestellt. Das hätten die aber mit Sicherheit auch gehabt. Ja, hätten die gehabt. Also Brötchen. Ja. Achso, kennen die sowas nicht? Doch. Brötchen? Nee. Die hatten da unterschiedliche. Manchmal waren die morgens so richtig geil frisch gebacken, dass die noch so Bläschen geworfen haben. Und manchmal waren die morgens leider so, dass man die lieber nochmal durch diesen Toasterofen geschoben hat. Sagst du, das war besser als 5-Sterne-Hotel in Deutschland? Ja, weil du halt dir alles machen lassen konntest. Das kenne ich jetzt so Frühstück, nicht so. Ja, so Frühstück, genau, das meine ich ja. Ich mag aber ehrlicherweise auch ein ganz klassisches Frühstücksbuffet, ne? Da habe ich jetzt auch nicht so viel gegen. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Omelette dazu kriegst oder so. Ja, also das dann frisch gemacht ist geil oder so Pancakes frisch gemacht oder so oder Crepe, das ist dann auch schon ganz nice. Wenn du jeden Morgen dir quasi überlegen kannst, was du essen willst, dann ist das auch ganz schön anstrengend, diese ganzen Entscheidungen, die man treffen muss, wisst ihr? Ja, aber wenn die eine Karte haben, finde ich das immer gut. Wenn du dann nachfragen musst, finde ich immer nervig bei sowas, weil so, okay, mit dem Milchshake, das hätte ich vielleicht am Anfang gesehen, hätte ich dann genommen. Ja, aber das stand nie auf der Karte. Das steht nie auf der Karte, das muss man dann wissen. So, genau, dann sagt mir alles einfach, was ich da bestellen kann. Deswegen verstehe ich schon, warum du das so was geiler findest. Was ist der Weg wieder? Ja, die Karte hat sich auch geändert, das war ganz cool, muss ich... Oh nein, das war die Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es auch. Und Jason. Was denn? Den nächsten lassen wir Jay alleine machen, oder? Ja. Und abends konntest du dann auch wieder essen gehen und die hatten da mehrere Restaurants. Eins direkt am Meer und eins, wo du quasi ein Menü bekommst. Und so. Das war essenstechnisch schon sehr, 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 sehr geil. Sehr viele indische Sachen. Ich muss aber auch sagen, indisch wird nie mein absoluter Favorite. Oh, ich weiß nicht, wie ihr zum indischen Essen steht. Nice try, Jay. Kommt drauf an. Mal ja. Aber zu krass. Also, ist schon sehr curry-mäßig. Ja, genau. Die machen halt viele Currys. Ja, genau. So, das kann ich jetzt auch nicht hinterher essen, aber die hatten auch was für... Aber so ein geiles Gemüse-Curry ist schon eigentlich... Oh! Oh Gott. Eigentlich ganz nice. Ja, auch ein Idiot, ey. Du musst erst springen und dann drücken. Ja, Was? Ja, du musst halt quasi erst springen, dann drücken. Genau, also nicht bei dem ersten, sondern bei dem zweiten. Oh, voilà. Und dann haben wir da morgens gefrühstückt, dann sind wir wieder aufs Zimmer gegangen und erstmal im Pool geschwommen. Das war so ein Pool, du konntest richtig Bahnen schwimmen, nur für uns alleine. So ein Olympiaschwimmbecken? Ja, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Ja, so, also schon so 50 Meter Dinger. 50 Meter, Peter?
50 Meter nicht. Und dann haben wir da gechillt, haben Gesellschaftsspiele gespielt, sind spazieren gewesen. Manchmal haben wir so Tagesausflüge gemacht. Dann konnten wir quasi, sind wir einen Tag so den Norden der Insel, einen Tag den Süden der Insel einfach mal so abgefahren, so mit einem Mitarbeiter vom Hotel. Das war ganz cool. Was ist hier der Sinn? Der gibt keinen Sinn. Und ansonsten halt spaziert, gechillt, die tropische Insel auf uns wirken lassen. Mach mal, verstehe nicht, was ich hier machen muss. Achso, geht dann so. Da musst du vorher schon laufen. Was ist hier der Trick? Okay, das ist hart. Was ist hier der Trick? Oh. Wo muss ich hin? Oh, da war ich zu schlecht. Jump Boost. Und ist das Geschwindigkeit? Nee, Slow Falling. Das ist Slow Falling, glaube ich. Sind wir da oben hin? Los. Ja, sieht gut aus. Ah, und wieder der erste. Ich hab's nicht geschafft. Das kann nicht wahr sein. Meine Fresse, Peter. Das du ist jetzt auch echt gelassen, muss ich wirklich sagen. Okay, also sei spazieren gegangen und so weiter und dann auch noch irgendwie in die Städte oder so? Gab's sowas auch mal? Oder gibt's ja, das war Teil der Städte, des Inseltrips sozusagen. Da, also die haben eine Hauptstadt, St. Louis. Die ist sehr, sehr cool. Da waren wir auch auf so einem klassischen Markt mal. Ich hab Fotos gemacht. Ah. Hab ich aber nichts gekauft, aber was soll ich da jetzt geil Gewürze kaufen, ey? Du hast ja eben KDW, ne? Ja, genau. Nee, so... Ja, Gewürze kaufen, weiß ich nicht. Jetzt ist ja keiner war. Nee, war echt keiner. KDW ist 10 von 10 awesome. Wieso geht das nicht? Ja, hab ich doch gar. Warum sollte das ein Diss gewesen sein? weiß ich auch nicht, wie wir auf die Idee kommen. Okay. Alles kein Diss. Und so gingen die 2 Wochen, oder jetzt vor Ort waren wir ja 10 Tage, sehr schnell vorbei. Du brauchst beide Buffs. Du brauchst grün und pink. Ich weiß noch nicht, was das ist. Der eine macht Jump Boost, der andere macht Slow Falling. Kannst du auch immer nachgucken, wenn du ins Inventar gehst. Ja, da stand Fire Resistance und Saturation die ganze Zeit, so wie jetzt auch. Deswegen war ich verwundert. Okay. Würdest du sagen, der Urlaub hat sich ja auch für die Kostenländer schon gelohnt? Ja. Weiß halt nicht, ob ich... Ja doch, der Mauritius ist sicherlich schon eine sehr schöne Landschaft. Ja, sehr schöne Landschaft. Sehr schöne... Aber das ist so ein... Affen gesehen, das war auch sehr cool. Das ist halt schon scheiße. Gut, aber Affen kannst du auch in Castor Brauchschild sehen. Aber nicht in der freien Wildbahn. Die sind dann auf einmal einfach angelaufen gekommen und dachte so, oh, jetzt halte ich mal Abstand, weil das sind so Touri-Spots, wo die dann wahrscheinlich versuchen, einen abzuzocken. Ja, bei mir ist das halt auch immer dann. Bei mir ist das halt immer dann auch so ein Gedanken, so, kann ich dasselbe Ding, was Peter erlebt hat, auch in einem, keine Ahnung, Türkei, Griechenland oder sowas haben, wo ich halt wahrscheinlich ähnlich lang. Nee, nicht ähnlich lang, wo ich weniger lang fliegen müsste. Und das ist halt die Frage, die ich mir immer stelle. Ob ich dafür so weit fliegen muss, um mir so einen geilen Urlaub zu gönnen. Deswegen auch dieses suffisante Castrop-Rauxel-Ding. Ja, weiß ich nicht. Gibt es in Griechenland geile Affen? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, aber ich weiß nicht, ob jetzt Affen gerade das einzige Ding ist, wofür ich dann. Aber auf jeden Fall eines der Highlights, als die da waren und für die. Okay. Ja, dann war es schon ziemlich nice, die da zu sehen. Ganz viele geile Vögel auch, aber Vögel finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlicherweise. Dann bist du noch zu den Affen gegangen, hast du so eine Hand gegeben, hast gesagt, boah, sie sind fast menschlich. Ist halt eine interessante Kultur. Ich hatte vorher mit der indischen Kultur nicht so viel am Hut und das war sehr interessant, mal viele Leute kennenzulernen, die kein Deutsch können, die daran glauben und mal so einen Tempel von Shiva anzugucken. Gab es auch den Tempel von Grada? Ne, ich glaube nicht. Wo müssen wir hier hin? Ich gehe davon aus, dass hier mit mehr... Aber ich finde das mega scheiße, deswegen will ich nicht springen. Warte mal, ich gehe mal ein Stück zur Seite, weil zu dritt da draufstehen ist. Das war ich nicht. Ich hab dich nur auf den nicht, Baum Peter. Gezockt. Alles ist in Ordnung, Peter. Da, okay, warum bist du jetzt vom Baum gesprungen?
Ich bin einfach verzweifelt hier, wenn ich die ganze Zeit auf die Fresse kriege. Also, ja, komm, also, wer sich KDW und Mauritius gönnt, ne, der muss auch mal, einen einstecken. Diss, oder was? Nee, der muss aber auch mal einstecken für die Gesellschaft. Das war jetzt ein Diss. Da würde ich auch als Diss bezeichnen. Peter, dann war doch kein Spruch. Dann war beides kein Spruch. Ja, okay, du hast ja einen gut. Ist okay. Kannst du jederzeit einlösen hier. Jetzt fangen wir so an mit einem gut. Kill mich auch einmal, bitte. Ganz official hast du einen gut jetzt, haben. Ich will auch einen gut haben. Nein, du kriegst kein Guthaben von mir. Boah, das wäre so schön, wenn ich einen hätte. Aber ich würde das die ganze Zeit ausnutzen, ne? Wo muss man denn dann hin? Ach, Mann, so, das ist voll trivial, du Dulli, ey. Jetzt mach mal. Und du hast kein Gut von mir dafür, dass ich dich Dulli genannt habe. Nee, du hast mich aber auch schon geschlagen. Ja, aber du kriegst trotzdem kein Gut von mir. Oh Gott, ey. Was war das denn für Affen? Keine Ahnung. Ob er das weiß. Hätte das sein können. Nein, die waren und aber die sind noch Babys. Oh, cool. Haben die dann auch gebumst? Weiß ich nicht. Die kennen auch keine Schafe-Affen. Südafrika fand ich noch cooler, weil es da... Also das war halt jetzt halt wirklich so ein reiner Entspannungsurlaub, weit weg von allem, was man so kennt. Das ist hart da oben. Aber so vom Erleben her war Südafrika-Safari natürlich schon viel geiler. Deswegen kann ich ja nicht so viel davon erzählen. Aber du hast natürlich auch mehr... Das ist ja auch eine andere Art von Urlaub gewesen. Das andere war ja nicht so ein Chiller-Urlaub wie jetzt. Lol. Ja, genau. What the fuck? Ich hätte gerade einfach von der Ranke gejumpt. Ja, ohne Scheiße. Was war das denn? So, endlich hat Bram das auch mal geschafft. Ich bin ja wieder nur am Warten. Ja, ich finde das schwierig hier. Ja, ist auch schwierig. Geht eigentlich. Ja. Lol. Ja, so okay. Ja, okay. Gut, dass ich den Game Mode gewechselt habe. Was ist denn das jetzt hier schon für eine Scheiße? Das ist schon gut. Okay. Das sind aber schon coole Dinger hier. Ja, warte mal. Irgendwie bleibt der jetzt oben. Kann der mal wieder runterkommen? Achso, man muss da nochmal drauf drücken. Schon hochgedrückt? Okay. Ja. Hä? Schade, vielleicht zu langsam. Dann guckst du mich so an. Ich guck dich gar nicht an. Wo muss ich hin hier? Hier muss ich den Schalter. Okay. Ich hab eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kurz mit dem Gedanken gespielt, genau in der Sekunde, wo du losrennst, ich dann da einfach... Du weg! ...das mache, was du da gerade getan hast. Ja gut, Jay wollte von mir profitieren. Das kann nee, ich wollte ich nicht. Ja. Oh, voilà. Was ist das jetzt hier? Okay. Logan, man bleibt aber auch immer hängen, das ist voll scheiße. Ja, ich hab dir den sogar schon gegeben. Nee, aber du bleibst hängen an dem Scheiß. Genau, du hast das halt, du musst da drauf, voll drauf springen. So. Jetzt muss ich gleich wieder von vorne. Guck mal, das ist voll einfach gewesen. Das wusste ich halt vorher leider nicht. Ich hasse dich, Dennis, aber musstest du was sagen? Ja, du hast es auch nicht geschafft. Nee, ich habe es nicht geschafft. Ich wusste aber nicht genau, wo ich hin muss, wenn ich early bee. Ja, das ist mal wichtig, early zu bee. Was haben wir jetzt mit Bienen damit zu tun? Hä? Nein! Nein, nein, nein! Scheiße, ey. Ah. Komm hier. Nee, nee, ich will das selber machen. Nee, nee, ich flieg nicht hoch. Nee, nee. Ich du musst doch da über dir drauf. Ja, ich will das zu meinen Konditionen starten, wenn ich das will. Okay, dann stelle ich mich damit drauf. Okay. Ach so, Leute, ich wollte direkt von da aus weiter. Okay, das ist ja noch einfacher, als ich dachte. Ja, ich wollte halt von dem Grün auf den Grün drauf. Ach so, ich dachte mir die ganze Zeit, warum springst du nicht rein? Gehst nicht einfach den einen Millimeter nach vorne. Guck mal, da kommt nee, das habe ich, hab ich verkackt. Das habe ich versaut. Ach Gott, Jetzt muss ich mir wieder von Bram was anhören, das ärgert mich. Jetzt esse ich noch so ein Dip-Teil hier einfach auf euch, ne? Weil ihr einfach mal wieder länger braucht als Gandalf. Peter, Jetzt hast du gerade geschafft, Junge! Ja, echt ewig immer gewartet, bis Gandalf mal von Osten kommt. Hä? Was fein! Manchmal kann ich da nicht richtig drüber rennen. Warte mal, kann man da nicht richtig drüber laufen? Ach so.
Oh, die geilen Affen und so Mauritius. Ich muss auch mal so einen geilen Urlaub machen. Ja, mach doch mal. New York war bestimmt auch geil, oder? Ja, aber Städteurlaub ist... Städteurlaub ist was anderes als so ein Chillerurlaub. Naja, hundertprozentig. Also... Städte sind das Gegenteil von Chillen. Man will dann ja auch nicht chillen in der Stadt, sondern in der Stadt willst du ja... Oh ja. Oh, cool. Was passiert, wenn ich hier stehe? Nix. Moment. Okay, das ist ja mal assi. Ach du Scheiße, vor allen Dingen zu dritt, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, stimmt, man muss sich ja alles merken. Scheiße. Jetzt muss ich nicht mehr. Scheiße! Darauf, dann darauf. Da hoch. 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 Okay. Sauber. Die Sprünge an sich sind nicht schwer. Nee, die Sprünge sind super simpel, aber das Predicten ist... LOL! Was war das denn? War dumm. Mann! Mann, oh Mann. Geschafft. Mann! Nein, drüber gerutscht. Oh, ja. Wie? Nein, ist okay. Wie über deine Mutter letzte Nacht. Ja, genau. So nämlich. Ja. Weil ihr seid genauso Schnarchnasen wie meine Mutter Ritalin. Ritalin kenne ich eigentlich nur von dem Kraftclub-Song. Nein! Ich habe auch keine persönliche Erfahrung mit Ritalin bisher gemacht. Ich zum Glück auch nicht. Ach, da muss ich weiter rechts, das ist doch scheiße. Jay weiter rechts, ja, sehr gut. Guck mal, liebe Damen und Herren, ja. Merkt das ist so richtig, einfach gewesen. Peter ist halt wirklich im Urlaubsmodus, oder? Ja, Peter ist wirklich irgendwie... Peter ist noch echt im Urlaubsmodus. Weiß nicht, also ich glaube in Germany we call it hinterher. In Germany we call it hinterher. Er hat ja keinen Butler, der ihm das Level macht, ne? Peter ist einfach der Mercedes unter uns Adventure-Map-Spielern. Boah. Und davon Jonathan will dir Moritz Apfel, ist halt schon ein Tritt in die Fresse. Ja, du bist schon so ziemlich der Red Bull, ey, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich bin so ein McLaren. Manchmal hopp, manchmal flop. Ich muss sagen, die Map liegt mir irgendwie auch. Diese kleinen Räume, wo ich dann immer dazwischen Verschnaufpausen habe, weißt du, das ist schon irgendwie krass. Komm, Louis, du schaffst es. Ja, Louis tut sich schwer, ey. Ich hab das Brasilien-Auto, glaube ich. Vor allem, weil es am Auto lag. Ja, da war wirklich das Auto scheiße. Hm. Ach, jetzt geht das wieder nicht? Das ist halt bei nicht. Ich hab das so, Rennen nicht gesehen. Achso, du hast den Rennen nicht gesehen. Also für euch zur Information, ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das Rennen vor 8 Wochen, wenn ihr die Folge hier seht. Kann ja nicht. Das stimmt nicht. Warum nicht? Das Rennen war jetzt Wochenende und dann ist das die Folge dann war das Rennen vor 6 Wochen. Was? Kommt dann alle zwei Wochen die Adventure Map? Nein, die kommt jede Woche die Adventure Map. Ja, richtig. Wir hatten einfach nur Pause, weil Peter im Urlaub war. Genau. Wir wollten ja einmal die Woche das machen. Das heißt vor 2 Wochen, der Brasilien-Rennen. Okay, tut mir leid. Peters Performance lässt nicht darauf schließen, dass er schon wieder zurück ist. Der Arme, ey. Der ist bald wieder im Urlaub, ey. Ja, kein Bock mehr auf euch, Wichser. Ja. Peter bleibt aber auch immer an der gleichen Stelle da hängen. Jetzt komm. Ja? 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 Ja, rechts jetzt? Oh. Ach, da war ich zu weit. Da muss ich nicht so weit springen. Da muss ich weiter springen, ja. Ja, gib mir noch mal kurz. Ihr könnt mir auch mal was erzählen. Ihr lasst mich hier immer Pistole auf der Brust, ey. Wir haben hart gearbeitet. Ja, erzählt mir doch mal davon hier. War die Leistung gut? Sind die Zahlen gut? Das weiß ich nicht. War mal super. Also die Zahlen... Muss man auch ehrlicherweise sagen, die Aufrufzahlen auf dem Hauptkanal waren die besten, die wir jemals hatten in 2 Wochen. Ja, das ist absolut zu viel. Dann Umsatz fast 40% nach oben. Komischerweise seit letzter Woche Montag wieder gesunken. Aber das ist doch. Nee, aber du musst. Hey, das ist doch. Das verzögert sich ja um eine Woche. Circa. Oder 2. Ja, stimmt. Ja, genau. Also jetzt gerade ging es uns so gut wie noch. Willst jetzt echt meinen Trash-Talk auch noch analysieren? Trash? Okay, Trash. Alter, ich bin so schlecht. Okay, ich gebe mir noch ein paar Versuche. Ja, ja natürlich, ey. Wir sind ja gerade mal 2 Minuten hier an der Map dran. Ich merke, wie mein Gehirn schmilzt. Peter, warst du auch in Port Louis?
Ja, habe ich auch schon erzählt. Wie ist der Louis so gewesen? Peter, hast du eigentlich eine Minibar gehabt, Peter? Wie ist denn der? Also pass auf, eine ganz wichtige Porto, Frage. Gab's Einsiedlerkrebse? Ja, habe ich auch gesehen. Geil. Wurde mir auch präsentiert. Warum hast du mir. Was? Wieso? Ja, ich habe Fotos extra für dich gemacht, aber es war so dunkel. Bist also du nicht geschickt, oder? Ich hab's nicht gesehen. Nein, die Fotos sind scheiße geworden. Geht, ja, genau. Weil, und war halt. Hast du nicht das. Du hast das iPhone 14 noch, ne? Bald kamen so die Affen und haben die gegessen. Ja, ich hab das 14 noch, ja. Es war mega dunkel und der hat sich die ganze Zeit bewegt, weil das war unter anderem, da waren wir gerade am Essen und dann kam einer der Service-Leute und meinte so, guck mal, ja, hab Einsiedlerkrebs gefunden und hat den so gezeigt und dann konnte ich das nicht fotografieren ordentlich, weil sich die ganze Zeit bewegt hat und nicht allein, war. Also das ist für mich tatsächlich ein Grund, um zu überlegen, einmal mal in so ein Land zu fliegen, weil ich ja das ganz cool finde. Da würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit hinter Einsiedlerkrebsen herrennen. Ja, die gibt es. Einfach um die mehr da anzugucken und zu beobachten. Ach, das ist doch scheiße. Was eigentlich voll lame ist für jeden, der nicht sich das. Das ist enttäuschend. Was war der beste Einsiedlerkrebs? Ja, aber da kannst du auch einen Kopf noch raus. Tiere sind cool. Kriegen. Ja. Ja, aber du willst ja auch nicht nerven, so weißt du. Ich finde das schon. Das ist, also. Der Krebs wird wahrscheinlich den Schreck seines Lebens gehabt haben, dass er der von dem so Kellner gut. Da rumgezeigt wurde. Guck mal, ja. So, die haben ja, die verstecken sich da in ihrem Haus. Gibt's da Palmendiebe? Mhm. Okay, mal gucken, ob es Palmendiebe gibt. Palmendieb Herkunft. Gibt's hier Mauritius? Lol. Die gibt's wirklich. Alter, hättest du mal, wenn du einen Palmendieb gesehen hättest, ey, da hättest du, glaube ich, mehr Angst als vor Spinnen. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Spinnen da waren cool. Kommt aber auf ozeanischen Inseln und den kleinen Kontinentalen im westlichen Pazifik und östlichen Indischen Ozean. Nee, das ist ja kein östlich-indischer Ozean. Doch. Nee. Mauritius ist nicht mehr drin. Also Palmendieb hierfür, ne, ist halt dieser riesige Einsiedlerkrebs, der keine Einsiedler, kein Haus mehr hat. Sondern so groß ist, dass der halt sowas nicht braucht. Nur als Baby, da knackt er sich eine Kokosnuss und hängt die sich hinten auf den Schwanz. Ja, und das ist halt insane. Alter, und Mauritius deswegen heißt halt Palmendieb. Ist vor Frankreich ein Demokratieindex. Ja, krass, die, so dann, denen geht's auch so, richtig so gut. Oder also, Spanien, so Südkorea. Ja, die das sind ist ein so reiches Land, das ist, denen geht's richtig gut da. Also da wird, das warum ist nice. Das so ein reiches Land? Ja, gute Frage. Also die denkt ja nicht nur an Tourismus, oder? Haben die da noch irgendwie, bauen die da Bananen an oder sowas? Keine Ahnung. Zuckerplantagen ganz stark. Ah, bestimmt die Drogen. Ja, die waren halt lange kolonialisiert, hatten nie einen Krieg und haben jetzt auch zum Beispiel noch viele Handelsabkommen mit zum Beispiel England. Die gehörten mal Niederlande, dann Frankreich und dann England. Aber das ist immer total friedlich verlaufen und die Franzosen sind auch immer da geblieben. Ich skippe jetzt hier keinen Bock mehr. Oh. Lol, das ist das erste Mal, oder? Auf der Map auf jeden Fall, ja. Nee, ich meine, auf der ganzen Karte. Das tut mir leid, Peter. Ja, ich konnte mich da nicht mehr konzentrieren. Also daran. Hä? Ach so, das ist ja richtig scheiße, wenn wir zu dritt unterwegs sind. Ja, man muss immer warten. Ja, ich würde mal sagen, das Level machen wir auch in der nächsten Folge weiter. Das warten wir wieder mit geilem Trash-Talk über alles Mögliche. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.